Es ist immer schön, Geschenke zu machen, aber Geschenke müssen nicht immer gleich gekauft werden und garantiert auch nicht teuer sein. Und das tollste Geschenk ist immer Zeit. Ich zeige dir ganz tolle Geschenkideen, die zu jedem Anlass passen und die garantiert jedem Beschenkten viel Freude bereiten. Hey ihr Lieben, ich bin Caro und in meinem Kanal gibt es Tipps und Informationen rund um das Thema Minimalismus und Slow Living. Abonniere gerne meinen Kanal, wenn du darüber noch mehr Videos sehen möchtest. Darüber freue ich mich sehr. Jemanden zu beschenken macht immer viel Freude. Aber Geschenke müssen nicht immer gekauft werden und vor allem auch nicht teuer sein. Das schönste Geschenk, das man jemanden schenken kann, ist Zeit. Seiner Familie und Freunden kann man zu jedem Anlass, statt etwas zu kaufen, auch seine Zeit schenken. Zeitgeschenke haben viele Vorteile. Sie müssen nicht großartig eingepackt werden und man kann somit viel Verpackung sparen. Sie können immer auch ohne bestimmten Anlass verschenkt werden. Sie sind wertvoll, denn sie können durch gemeinsame Erinnerungen zusammenschweißen. Sie kommen garantiert immer gut an und somit kann man peinliche und unsinnige Geschenke vermeiden. Sie sind immer besonders und einzigartig. Ganz wundervolle Zeitgeschenke sind vor allem die folgenden. Gemeinsame Ausflüge. Gemeinsame Ausflüge schweißen zusammen und bleiben lange in Erinnerung. Man verbringt eine tolle Zeit gemeinsam, erlebt schöne Abenteuer und hat was zu erzählen in der Zukunft. Einen gemeinsamen Ausflug kann man fast immer und überall machen und er muss auch nicht immer etwas kosten. Es reicht ein ganz einfacher Ausflug in die Natur oder eine Fahrrad- oder Wandertour. Auch ein Picknick ist immer eine ganz tolle Idee für ein Geschenk. Ausflüge kann man zu jedem Anlass verschenken und sie sind vor allem auch für Kinder immer eine tolle Geschenkidee. Spieleabend, Filmeabend. Eine sehr schöne Idee sind auch gemeinsame Spiele- oder Filmabende. Da macht man sich vorher Gedanken, was man spielen oder ansehen möchte. Man bereitet sich vor mit Snacks und Getränken und macht sich einen ganz gemütlichen Abend mit Freunden oder der Familie. Solche Abende machen immer super viel Spaß, man verbringt gemeinsame Zeit miteinander und kann es auch unabhängig vom Anlass verschenken. Beibringen. Sein Können kann man auch verschenken. So kannst du zum Beispiel zusammen mit deiner Freundin etwas nähen und es ihr so beibringen. Oder du bist handwerklich besonders begabt und verschenkst deinen Eltern, alles bei ihnen zu Hause zu reparieren. Auch ein Musikinstrument kannst du jemandem beibringen. So kannst du deinen Liebsten etwas Besonderes zeigen und auch gemeinsam Zeit mit ihnen verbringen. Paarzeit. Vor allem seinem Partner kann man seine Zeit schenken. So könnt ihr zum Beispiel gemeinsam etwas kochen oder du schenkst deinem Partner eine Massage. So verbringt man wieder intensiver Zeit miteinander und man schenkt sich gegenseitig wieder mehr Aufmerksamkeit. Zeit mit den Kindern. Das tollste Geschenk für Kinder ist Zeit. Mit Kindern kann man einen Ausflug zum Spielplatz machen, einen Vorleseabend veranstalten, basteln, einen Theaternachmittag oder auch Sport machen. Kinder sind immer glücklich, weil man gemeinsam mit ihnen Zeit verbringt und ihnen die volle Aufmerksamkeit schenkt. Aufpassen. Tierbesitzern oder Eltern kann man zum Beispiel Tier- oder Babysitting schenken. So kann man ihnen Zeit schenken, damit sie ein paar Stündchen Auszeit für sich haben. Außerdem macht es super viel Spaß, ein paar Stunden auf die Kinder oder die Tiere aufzupassen und der Besitzer oder die Eltern kommen wieder super erholt und gut gelaunt zurück. In Erinnerung schwelgen. Vor allem mit seinen Großeltern oder Eltern ist es immer super schön, in Erinnerung zu schwelgen, wenn man sich alte Bilder oder Videos ansieht. Dazu kann man sich einen Nachmittag freinehmen und mit Kaffee und Kuchen gemeinsam mit der Familie alte Bilder und Videos ansehen, darüber lachen, reden und sich die Geschichten dazu anhören. Das sind nur ein paar Ideen für Zeitgeschenke und ich finde sie super schön. Wir haben sie auch schon sehr oft verschenkt und sie kamen immer sehr gut an. Zeitgeschenke kann man ganz einfach verschenken, indem man zum Beispiel Gutscheine bastelt und diese in einen Umschlag packt oder sie zusammenrollt. So verschwendet man nicht zu viele Ressourcen und sie sind eine tolle Überraschung. Zeit für seine Liebsten zu haben ist immer ein tolles Geschenk und dafür braucht man nicht immer einen speziellen Anlass.
Schreibe mir gerne in die Kommentare weitere Ideen für Zeitgeschenke. Ich bin schon sehr gespannt. Wenn dir das Video gefallen hat, freue ich mich natürlich sehr über deinen Daumen nach oben. Und wenn du noch weitere Videos zu dem Thema Minimalismus und Slow Living sehen möchtest, abonniere gerne meinen Kanal. Hast du Lust auf zusätzlichen Minimalismus-Content oder möchtest du mich gerne bei meiner Arbeit unterstützen? Dann kannst du gerne eine Kanalmitgliedschaft abschließen. Den Button dazu findest du hier. Für tägliche Inspiration kannst du mir auch gerne bei Instagram folgen. Dort findest du mich unter sortypeanut.blog. Hab noch einen ganz schönen Tag und bis zum nächsten Mal.